Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Meine Stimme ist weg. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch ein Triple-Unboxing. Und zwar habe ich hier die Look Fantastic The Box aus dem Monat Mai, mein Geburtstagsmonat. Dann habe ich die Look Fantastic The Luxury Beauty Edition. Und ich habe die Look Fantastic Father's Day Limited Edition. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Falls euch nur eine der Boxen vielleicht interessiert, sind hier Timestamps drin, da könnt ihr weiterhüpfen, wenn ihr möchtet oder euch super gerne natürlich das komplette Video anschauen. Ich bekomme die Look Fantastic The Box sowohl in Kooperation zugeschickt, als auch ich habe die auch selber im Abo, sodass ich meine Abo-Box immer in diesem Video verlose. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ja, ich habe einen neuen Hintergrund, den habt ihr vielleicht auch schon gesehen, aber das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich das mit dem neuen Hintergrund drehe. Mal gucken, ob er so bleibt. Ich muss dann noch ein bisschen Feintuning machen, aber ich wollte es ein ganz kleines bisschen cleaner haben. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Genau, also ich starte die Geschichte hier einfach mal damit, dass ihr mit Claudi Welt sowieso immer den maximalen Rabatt rausholen könnt bei Look Fantastic. Also sowohl auf die Abo-Box als auch auf die Limited Editions und den kompletten Online-Shop. Die haben da sehr, sehr interessante Produkte, die ich auch immer wieder gerne mit euch zusammen teste. Schaut da auch gerne mal rein. In der Infobox habe ich euch das alles reingesetzt, ne? Und jetzt starten wir mal mit der Look Fantastic The Box. Das ist diese hier. Monat Mai, Leute. Ne? Ich habe Ende Mai Geburtstag. Mal gucken, ob die sich auch für mich ein schönes Geburtstagsgeschenk überlegt haben. Ich glaube nicht. Aber das ist immer so meine kleine Geschichte, die ich habe, wenn ich jetzt so im Mai die Boxen auspacke. Ja, ja. Auch wenn ich erwachsen bin und so, trotzdem freue ich mich doch immer wieder drüber. Genau, so, ich habe sie jetzt einmal kurz hochgeklappt, denn wir haben die Box auch in einer ganz normalen Kartonbox drin. Das hat Look Fantastic vor einer Weile umgestellt. Man musste sich erstmal dran gewöhnen, finde ich persönlich. Mittlerweile finde ich es okay. Dann haben wir hier auch noch so einen Scan-Code mit dabei, dass man da so ein bisschen auch ein bisschen mehr erfahren kann über die Produkte, über die Marken und so weiter. Ist halt leider auf Englisch. So, und jetzt starte ich mal mit dem ersten, was mir hier so in die Hände fällt. Und zwar ist das von NYX, das Huile Prodigieuse. Das ist ein Öl, was du für die Haare verwenden kannst, für dein Gesicht, für den Körper. Und hier haben wir 30 Milliliter drin. Das ist auch ein sehr, sehr beliebtes Produkt. Ich finde, das duftet unheimlich gut. Ich habe auch unten unten in meinem Badezimmer die Floral-Variante davon mit 10 Millilitern. Habe letztens, also gestern Abend, versucht es in meine Haare reinzugeben. Leider nein, leider gar nicht. Also das ist etwas, was ich eher so für meinen Körper dann verwenden werde. Denn hier seht ihr, ne, das ist so ein bisschen strähnig heute Morgen dann geworden. Und wir haben es jetzt abends. Da hätte ich schon gehofft, dass es irgendwie im Laufe der Zeit einzieht. Naja, es pflegt auf jeden Fall, das definitiv. Aber ich werde es am Körper weiter aufbrauchen. Das wird sich ja mit der normalen Variante genauso verhalten. Wenn man die Originalvariante davon hat, dann ist es auch richtig mit einem Pumper oder mit einem Sprayer, glaube ich sogar. Hier hat man das einfach so zum Rauskippen. Ist für mich relativ Pelle, weil ich verwende das, wie gesagt, für meine Oberschenkel von Knie bis Hüfte immer und da kommt immer ein Öl in Einsatz. Deswegen finde ich das ganz gut. Ich hatte jetzt aber letztens in der Zuschauerpost sehr viel Öle bekommen. Dann habe ich hier was drin. Ein Natural Sea Sponge. Das ist natürlich ziemlich cool. Ein Meeresschwamm haben wir hier drin. Den kann man ganz gut verwenden, wenn man zum Beispiel Duschgel sparen möchte, ne? Dass man das da einfach mit da, aufträgt und aufschäumt. Hydrea International Limited. Keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Und ja, das ist halt ein natürlicher Schwamm. Finde ich natürlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich glaube aber nicht, dass ich das für mich verwenden werde. Ich denke, dass ich das meinem kleinen Sohn geben werde. Denn er lernt jetzt immer mehr auch selber, sich so einzuschäumen, sich einzucremen und so weiter. Und ich glaube, das wird er hart feiern, wenn da jetzt auch noch Schaum drin ist und er so eine kleine Schaumparty unter der Dusche hat. Ist nämlich relativ klein. Also bis ich damit meinen kompletten Körper, das kannst du vielleicht fürs Gesicht verwenden, aber am ganzen Körper ist ein bisschen klein, das Ding. Was aber tatsächlich mal größer ist, ist hier von Wella Fusion Mask, Intense Repair Mask. Hier sind nämlich 75 Milliliter drin. Ich meine, dass ich die schon mal in einer sehr kleinen Variante hatte. Oder in einer sehr großen? Auf jeden Fall Shampoo und Conditioner hatte ich in Adventskalendern immer relativ klein drin. Doch nee, da hatte ich das mal in der Originalgröße, genau. Das war riesig. Okay. Ich nehme alles zurück mit dem Groß und Klein hier. Aber finde ich gut. Die habe ich schon mal verwendet. Die mag ich sehr gerne. Die ist sehr, sehr schön für die Haare. Sehr nährend. Und das kann ich echt gut gebrauchen, ne? Also dieses Reparieren und so. Auch wenn ich jetzt letztens beim Friseur war. Und ich finde, ich habe echt schöne Haare in letzter Zeit. Abgesehen von diesem kleinen Ölfleck hier, ne? Aber ansonsten
Ich kann mich nicht beschweren. Wird demnächst einmal verwendet. Wir haben normalerweise 5 Produkte hier in der Beautybox drin. Also in der The Box, in der regulären Abo-Box, die monatlich erscheint. Nee, Quatsch, 6 haben wir mittlerweile drin. Ne? Dann passt das jetzt auch wieder, weil 3 habe ich euch gezeigt. Heute bin ich ein bisschen verballert. Denn hier habe ich schon wieder diese Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream drin. Das ist in der kleinen Variante mit 25 Millilitern. Und ich glaube, viele freuen sich darüber, weil das ist eine schöne Reisegröße. Oder halt auch mal zum Austesten, weil die sind sehr, sehr, sehr teuer. Ich habe euch auch letztens mal die neuen Sonnenschutz-Lichtschutzfaktor-Produkte hiervon vorgestellt. Hammermäßig. Es ist halt wirklich pricey. Wie gesagt, da verwendet super gerne meinen Code. Der ist nur für euch. Ich verdiene nur eine Provision, wenn ihr meine Links verwenden würdet. Ne? Genau. Und hier hat man dann einfach die Bum Bum Cream. Die finde ich großartig. Die haben jetzt auch gerade, habe ich heute auch gesehen, dieses Duftset rausgebracht. Da hast du die 5 verschiedenen Düfte nämlich in einer kleineren Größe drin. Ich glaube 30 Milliliter jeweils. Aber das ist halt auch schon relativ viel. Also, ne? Look Fantastic Online Shop, Leute. Da werde ich immer sehr, sehr schwach. Auf jeden Fall haben wir hier diese Bum Bum Cream drin und da habe ich letztens noch mit Melli vom Kanal Mello Flori drüber geredet, als wir zusammen auf Kreta waren und da hat sie auch gesagt, das ist einfach eine großartige Konsistenz und dieser Duft, das ist mega krass. Also sowas, das sucht wirklich seinesgleichen. Ne? Dann habe ich hier von Espa ein, ja das passt natürlich jetzt zum Schwamm, Body Wash mit Bergamotte und Jasmin. 75 Milliliter haben wir hier drin. Etwas zum Duschen ist nicht verkehrt. Wir dürfen alle einfach mal ein bisschen sauber werden. Espa ist vom Duft her immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Die sind sehr, sehr stark. Aber zum Beispiel diese Limited Edition Espa Box fand ich persönlich vom Duft her gar nicht so schlimm. Also fand ich sogar gut. Die Produkte, nee, das hier ist schon wieder zu viel. Nee, das ist mir definitiv zu viel. Das riecht mir zu ätherisch von den Ölen her. Wisst ihr, was ich meine? Das ist zu sehr... Bam in your face. Dann habe ich hier noch als letztes Produkt drin, leider keine richtige dekorative Kosmetik in dieser Box. Schade Schokolade. Dr. Pawpaw, ein Shea Butter Balm. Multipurpose Soothing Balm with Natural Pawpaw und Shea Butter. Genau, das ist ein Produkt mit 10 Millilitern, was man verwenden kann. Steht hier für die Lippen, für die Augenbrauen, auch interessant. Und auch für die Nagelhaut. Das ist aufregend, ne? Ich glaube, ich würde sowas eher für die Lippen verwenden. Und hier haben wir, ist das Avocado? Papaya? Ich bin ganz schlecht in sowas, ne? Ja, sieht auf jeden Fall ganz angenehm aus. Ja, kann man auch gut gebrauchen. Also ich finde diese Box jetzt dieses Mal, jetzt im Mai, gar nicht so knallermäßig, bin ich ehrlich. Da hatten wir schon bessere Boxen. Wobei das halt auch ein Stück weit daran liegt, dass ich jetzt nicht so ein ultimativer Fan von dem Espa Duschprodukt bin und das Nux Huile Prodigieuse wirklich eher am Körper verwenden würde als in den Haaren. Ansonsten hätte das ganz geil werden können mit uns beiden. Ne? Ist es jetzt leider nicht, ist aber nicht schlimm. Ne? Ja, dann gucken wir jetzt mal in die nächste Box rein. Ich steigere mich jetzt einfach mal vom Preis her, denn die Father's Day, die zum Vatertag herausgebrachte Limited Edition, kostet 55 Euro, hat aber auch einen echt krassen Wert. Man darf nicht vergessen, solche Boxen enthalten Produkte, die man unisex verwenden kann. Und auch wenn die halt zum Vatertag rausgebracht wurde, heißt das ja nicht, dass wir hier nur rein männlich angehauchte Produkte drin haben und ich glaube auch, dass viele diese aquatischen und herben Düfte von den Männerprodukten an sich auch sehr, sehr gerne mögen. Nun, hier möchte ich gerne mit euch mal zusammen reinschauen. Ich finde, dass es eine wunderschöne Verpackung ist. 55 Euro ist auch immer echt ein guter Preis. Also Look Fantastic hat sehr, sehr gute Limited Editions, wo du echt einen Schnapp machen kannst und wenn du halt noch was drauf sparen kannst, ist es noch geiler. Ne? Und die Umverpackungen sind halt auch echt immer schön gewählt. Hier haben wir dann einmal eine Schublade, die ich so rausziehen kann. Und mir kommt direkt hier ein sehr aquatischer Duft raus, was aber, denke ich mal, auch hier dran liegt zum Beispiel. Also hier haben wir Rituals, Life is a Journey. Das hat mein Freund auch tatsächlich gerade im Auto. Car, Perfume Holder und 2 Refills. Das ist mit Arabian Amber and Musk. Also da sind 2 Refills drin und ein so ein Halter aus Holz. Finde ich sehr, sehr schön. Jedes Mal, wenn ich in Schatzis Auto einsteige, genieße ich das tatsächlich. Kann einfach so in der im Lüftungsschacht so drin befestigt werden. Da hat man hier irgendwie so ein, genau, hier so ein Clip auch mit dabei und dann noch so ein Refill. Eins ist hier schon drin in einer edlen Verpackung. Also das hatten wir, glaube ich, bei dem Männer-Adventskalender von Rituals oder bei diesem 12-Tage-Adventskalender war das, glaube ich, auch mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Finde ich auf jeden Fall schön. Also ich denke, dass er auch aktuell so einen kleinen Refill davon benötigt.
Ja, denke ich schon. Dann habe ich hier als nächstes was drin enthalten. Von Origins Mega Mushroom Relief and Resilience, eine Soothing Treatment Lotion. Das ist witzig, 200 Milliliter. Habe ich just mein gerade erst von der lieben Emmy, glaube ich, in der Zuschauerpost drin gehabt. Und das wollte ich demnächst auch mal in Anwendung nehmen. Eine extrem schöne Verpackung und das ist absolut unisex. Also ob du jetzt männlich, weiblich bist, das kann doch jeder. Also grün ist doch eine total, ne, entspannte Geschichte. Und ja, finde ich schön. Mag ich gerne. Also, ne, auch Feuchtigkeit. Ich bin ehrlich, mein Freund könnte gerne noch mehr Pflegeprodukte verwenden. Das heißt, diese Box, wenn ich die jetzt an meinen Freund verschenken würde zum Beispiel, die würde ich mir mit ihm teilen. Denn ich weiß ganz genau, dass er einen Teil davon behalten würde. Ein Teil davon wäre eher was so für mich, ne? Oder vielleicht auch für meinen Papa oder so. Aber es ist ja unterm Strich immer ziemlich schwierig, auch tatsächlich Männerboxen zu packen, weil die Männer sind ein bisschen fauler, was diese Geschichte angeht, unterm Strich, wenn ich mir das so angucke in meinem Umfeld und so. Dann habe ich hier noch eine Tube drin, Nip and Fab Exfoliate Glycolic Fix Scrub Extreme mit 6% Glykolsäure, also AHA wird das dann sein, 75 Milliliter sind hier drin. AHA ist ein chemisches Peeling, würde ich jetzt tatsächlich auch nicht jetzt empfehlen, weil die Haut einfach zu sehr sonnenempfindlich gemacht wird. Also wir haben ja sowieso jetzt die Sonne immer mehr in ihrem Zenit stehen, sodass sie immer mehr auch ihre UV-Strahlen halt bringt, sodass ich persönlich einfach eher so auf Enzympeelings umgestiegen bin. Ich habe hier mal ein Video über Frühlingspflege gemacht, da einfach jetzt mit chemischen Peelings etwas vorsichtiger bin. Auch Männer sollten da vorsichtiger sein. Also ich tatsächlich, seitdem ich auch in diesem Metier hier so bin und arbeite, schaue ich mir halt auch immer intensiver auch so die Häutchen meines Umfelds an und sehe auch immer mehr, dass so Pigmentflecken und so da sind. Und ich sag mal, Pigmentflecken ist ja nur eine optische Geschichte. Es geht ja auch leider noch ein bisschen weiter. Ja, genau, und deswegen, da sollte man halt immer ein bisschen aufpassen. Ich persönlich würde es, ich rede da ganz schön lange immer drüber, ne? Eher so ab Oktober verwenden. Das ist einfach so meine kleine Faustregel, die ich mit an die Hand gebe. Oktober bis Ostern und Ostern bis Oktober habe ich persönlich halt immer so meine Routine ein bisschen anders. Dann haben wir hier Shiseido Men, ein Total Revitalizer Eye. Oh, eine Augencreme, Total Age Defense, 5 Milliliter. Das ist halt auch so eine Sache, was ich jetzt gar nicht mal so schlecht finde. Manche Firmen haben ja auch extra solche Men-Reihen rausgebracht. Im Großen und Ganzen ist die Männerhaut auch ein bisschen anders, weil die eine dickere Lederhaut haben. Das ist ja eine der Hautschichten, die wir so haben. Und dementsprechend ist es auch manchmal gar nicht so verkehrt. Die meisten Produkte, die es so gibt, kann man unisex verwenden. Und es fällt einem Mann nicht das Gesicht ab, wenn er eher so für frauenorientierte Produkte verwendet. Und einer Frau fällt das Gesicht nicht ab, wenn sie eher so für männerorientierte Produkte verwendet, ne? Für Männer ist die Verpackung meistens etwas herber, fancier gestaltet. Auch von den Düften her hast du meistens da etwas herbere und aquatischere Düfte drin. Und ja, bei den Frauen ist es dann immer etwas rosy-posy gehalten, etwas blumiger und so weiter. Ne? Nun, auch von der Verpackung, man sieht es einfach, dass das halt eher so, ne, dieses silberne, harte Metall, Autoreifen, Felgen, bam, Gedönsen ist. Ganz klassisch gesprochen. Also ich entspreche, knack, das war die Hüfte, tatsächlich überhaupt gar nicht dem klassischen Bild, was Männer- und Frauenverteilung angeht und so Rollenverteilung, gar nicht so unser Ding hier zu Hause. Aber wie man das halt so in der Gesellschaft immer wieder mitbekommt. Ne? Nun, ja, genau. Deswegen ist das halt eher ein Produkt, wo ein Mann wahrscheinlich eher zugreifen würde, marketingtechnisch gesehen. Also ich weiß nicht, vielleicht wäre das meine Sache. Je nachdem, was es machen soll für meinen Stiefpapa. Ich muss mal überlegen, wie meine Familienverhältnisse so sind, ne? Weil er mich letztens auch nach einer Augencreme gefragt hatte. Da hatte ich ihm eine gegeben, die hat ihm nicht so gefallen. Vielleicht gefällt ihm die. Müssen wir mal schauen. Also tatsächlich fragen mich auch Männer nach Pflege. Ich bin manchmal auch sehr überrascht. So, dann haben wir etwas Menü. Das hatte ich auch schon mal öfters gesehen. Auch tatsächlich viel in Männerboxen, weil allein von der Verpackung her, ne? Slick Smooth Leave-In Conditioner Ultra Concentrate. Gut, mein Freund hat 3 Millimeter Haare. Ich glaube nicht, dass er ein Leave-In braucht. Hier sind 100 Milliliter drin. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, was genau dieses Produkt machen soll. Ist dieses hier Up to 100 Apps. Okay, To Unlock Pump Turn Spout Anti-Clockwise Reverse to Clock. Keine Ahnung. Also dann machst du dir 1 bis 2 Pumpstöße in die Haare und
For more of a groomed or styled look, use extra product. Ja, das ist halt wirklich dann nicht unbedingt für die Haarlänge meines Freundes geeignet und ich glaube auch nicht unbedingt für meine Haarlänge. Nö, das ist dann etwas sehr Spezielles, was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Denn in so einer Männerbox halt auch mal speziellere Produkte reinzupacken, ist schön. Bei Lookfantastic sehen wir auch immer, was drin ist, sodass man dann auch so ein bisschen vielleicht abschätzen kann, ist das für meinen beschenkten Menschen geeignet oder eher weniger oder für mich persönlich. Achso, hier hätten wir theoretisch auch noch ein Booklet drin gehabt. Und hier habe ich jetzt das vorletzte Produkt. Guck mal, das ist tatsächlich auch so ein ganz klassisches Produkt, was wir Frauen auch schon öfters drin hatten. Das ist nämlich einfach von Elemis Pro Collagen Morning Matrix Performance Day Cream 15 ml. Das hatten wir Frauen auch schon öfters drin. Das ist ein super hochpreisiges Produkt. Das ist Meereskosmetik, sehr, sehr cool. Und ich wollte demnächst auch Elemis mal so intensiver testen. Also ich habe ja so meine Testreihen immer wieder, ne? Und dann muss das Gesicht mal herhalten. Genau, und deswegen, da schauen wir einfach mal, wie das so performen wird. Und jo, siehst du? Das ist wirklich so ein Produkt, was man vollkommen unisex verwenden kann. Und genauso das hier auch. Das ist Mio Clay Away Body Cleanser 2-in-1 Wash and Mask. Kannst als Körpermaske verwenden, aber auch als Duschgel mit 200 ml. Das ist schon ein Brocken. Und wie gesagt, grün ist halt echt so eine totale Unisex-Farbe. Finde ich großartig, kann man machen, finde ich klasse. Ne? Das wird dann wahrscheinlich wegen diesem Clay Away ziemlich ja, lehmmäßig dann sein, ne? Also sehr, sehr reinigend und vielleicht auch ein Stück weit austrocknend. Da muss man dann einfach mal gucken, was für eine Haut man hat, ob man das so verträgt. So, das war jetzt die Father's Day Limited Edition. Das Schätzelein ist leer. Also ich denke schon, dass es ein gutes Ding ist. Persönliche Meinung, ich bin immer Fan von Masken. Hätte ich jetzt tatsächlich auch hier so ein bisschen cool gefunden, das da drin zu finden. Oder ein Rasierer oder sowas, halt wirklich so auch so ein Stück weit irgendwas Praktisches und sei, also Rasierer, Pinzette, sowas hätte ich, glaube ich, ziemlich gefeiert, muss ich so eingestehen. Oder Lookfantastic hat ja auch Parfums, vielleicht da irgendwie so eine kleine Geschichte. Das wäre auch nice gewesen. Aber das ist nur so meine persönliche Empfindung. Dafür kostet das Schätzelein auch in Anführungsstrichen nur 55 Euro und ich glaube, da mit meinem Rabatt 50 geht klar. Kommen wir zu einem Schätzelein, so viele Schätzeleins hier, was aber sehr, 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 sehr hochpreisig ist, aber einen Warenwert von 350 Tacken hat. 100 Euro kostet nämlich The Luxury Beauty Edition. Heidenei, Leute. Da haben sie rausgehauen, ne? Sonst halten die sich ja immer wirklich ein bisschen zurück. Das Ding, das kostet ja fast so viel wie der Adventskalender. Da bin ich jetzt ja echt mal gespannt, was wir hier drin erwarten dürfen. Also der Schuber ist schon mal hübsch, ne? Und hier drin haben wir dann auch einen dieser neueren Kartons, die die für die Limited Editions verwenden. Finde ich ganz, also schön, aber unpraktisch zu öffnen, weil das ein bisschen schwerer aufgeht. Und hier soll halt vor allem ein Produkt drin sein, was super krass teuer ist. Das habe ich auch schon mal in einem Adventskalender gesehen, habe ich aber noch nicht verwendet. Hier haben wir dann auch mal den Blick in die Box. Und ich starte einfach mal damit, dass wir auch ein Kärtchen hier drin haben. Ne? Da kann man das Ganze auch nochmal discovern, entdecken. Diese Maske habe ich schon mal verwendet und die ist sehr, sehr teuer, aber sehr, sehr geil. Gar keine Frage. Das ist wirklich so 111 Skin Rose Gold Brightening Facial Treatment Mask. Das weiß ich noch, die hatten wir in einem Adventskalender. Wenn ihr die drin habt, Leute, verwendet die zweimal, dreimal. Ne? Das Serum, was da drin ist, muss auch mit weiterverwendet werden. Faltet die wieder zusammen, macht die wieder rein, genauso wie bei den Dalton-Masken. Nutzt das, weil das ist wirklich, also hier ist wirklich sehr, sehr hochwertiges Zeug drin. Hab das, wie gesagt, schon verwendet und ich fand das echt gut, was ich da als Ergebnis hatte. Ich erinnere mich da nämlich dran. Keine Ahnung, woran das liegt. Lese ich hier auch gerade nicht, aber ne? Hammer. Richtig gute, gute Maske, aber verschwendet die nicht. Also macht nicht nur eine Anwendung, nehmt euch da zwei, drei an. Also wirklich wieder, ne, nachdem du die drauf hattest, zusammenfalten, hier reinmachen und dann auch schön durchkneten, dass das Serum wieder dran kommt. Dann am nächsten Tag wieder verwenden und an dem darauffolgenden Tag dann nochmal. Da ist so viel wie Serum drin. Oder verwendet das Serum für den Körper, keine Ahnung, aber schüttet das nicht weg. Das ist viel, 30 ml, überleg mal. Das ist normalerweise so viel, wie in so einer Serumflasche drin ist. Ne? Also, oder fangt das auf. Da habe ich auch so Pöttchen, wo ich das gerne mal reinmache, dass man das dann immer wieder, aber ich bin ja so ein Kniepiger. Ne? Ich passe ja schon auf, dass ich meine Euronen zusammenhalte. Und wenn man sowas Hochpreisiges irgendwo mit drin hat, dann empfehle ich das halt einfach. Genau, dann habe ich jetzt hier, und das ist das teure Ding, Power B Vitamin B Concentrate Revitalizing and Clarifying von Cellence. Und Cellence, 30 ml sind hier nämlich drin, ist eine Marke, die ist
Hier glaube ich gar nicht so super bekannt. Ah, guck mal, Vitamin B3, B5, B6, B7, B9, B12. Also B3 ist ja Niacinamide. Dann B5 ist das Provitamin B5, was dann ja auch so eine hautberuhigende Wirkung hat und so, ne? Glasverpackung muss natürlich sein. Die Farbe sieht übel aus, ganz ehrlich, ne? Also für ein 100-Euro-Serum so eine Farbe. Aber gut, die sollen jetzt auch nicht unbedingt deswegen Farbstoffe reinmachen. Ja, Milchglas. Sieht echt krass aus, ne? Aber werde ich mir mal demnächst, wenn mein aktuelles Niacinamid-Serum leer ist, werde ich mir das mal hinstellen und dann mal ausprobieren. Dann kann ich euch im Aufgebraucht-Video ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe jetzt so die Marke nicht unbedingt getestet. Das kommt dann noch, ne? Genau. Weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich jetzt was drin. Oh, Surah. Von Surah habe ich auch eine Foundation. Die ist so teuer, weil die habe ich bei Jennys Highlights gesehen, habe sie nachbestellt. Die ist gut, aber die aus der Verpackung immer wieder rauszukriegen, ist wirklich ein Pain in the ass. Naja, auf jeden Fall habe ich hier ein Pencil und ein Powder. Was bist du? Galocher. Das ist schon ein edles Ding, das kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ist das ein Lip Liner oder so? Sieht auf jeden Fall total abgefahren aus, oder? Ja, das scheint mir ein Lip Liner zu sein. Ein sehr breiter Lip Liner. Hier ist ein Puder drin. Das ist wahrscheinlich für die Lippen. Oder ist das ein Blush? Das ist so richtig rot. Knallerot ist das Ding. Wahnsinn. Rote Lippen sind ein Statement. Sie provozieren und lenken die Aufmerksamkeit auf sich, sagt Troy Surah, Gründer von Surah Beauty. Aber die Art, wie selbstverständlich Französinnen rote Lippen tragen, machen diesen Look zeitlos und schick. Mit La Baton Rouge habe ich einen Lippenstift entworfen, der alles für diesen Look bietet. Inspiriert vom lässigen Stil der Pariserin ist La Baton Rouge ein doppelendiger Lippenstylo, der an einem Ende eine cremige Basis und am anderen Ende ein mattierendes Pigmentpulver enthält. Abgefahren. Okay, ja, das ist mal ein Hardcore-Lippenprodukt, muss ich wirklich sagen. 41 Euro soll das normalerweise kosten. Dann mal Prost Mahlzeit. Da freut man sich, wenn man es in der Box findet, ne? Weil so gekauft hätte ich es mir nicht. Außer es ist halt krass rabattiert. Machen wir weiter mit Yves Saint Laurent. Da habe ich Touche Eclat den Blur Primer drin. Den hatte ich schon mal, da war ich leider nicht ganz so happy drüber. 10 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das ist, glaube ich, ja, das ist halt, ne, nenne ich glaube ich, das ist so ein Blur Primer, wie es ja auch draufsteht. Also so sehr silikonig und so mit einem matten Finish ist gar nicht meine Welt. Schaut so aus. Ich hatte den dann auch damals mal weitergegeben, nachdem ich den ausprobiert habe. Hat mir persönlich nicht so gefallen. Das ist ein Plastikapplikator hier drin, damit bringt man das aufs Gesicht. Aber ich habe es einfach nicht gemocht, weil ich das Finish nicht mag. Bin ich ehrlich, ich mag es halt gerne glowy. Ich mag es auch gerne hydratisiert, aber ich brauche kein Blurry Finish. Dafür habe ich halt einfach nicht zu sehr vergrößerte Poren. Das ist einfach nicht bei mir vorhanden. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte drin. Clé de Peau Beauté, yo. Volumizing Cream Supreme, 5 ml. Da habe ich ja auch in irgendeiner Box so eine Foundation mit drin gehabt, ne? Mhm. Das ist eine hochwertige Marke, Leute. Das wird auch großartig, denke ich mal, auf dem Gesicht sein. Und da freue ich mich auch drüber. Bin ich vollkommen ehrlich. Ich finde es schön, dass wir das hier drin finden dürfen und dass man einfach in dieses Luxus-Feeling kommt. Denn ich würde es mir im Leben nicht in der Originalgröße kaufen, weil das so teuer ist. Da werde ich jeden einzelnen Gramm, jeden einzelnen kleinen Krümel von genießen, bin ich ehrlich. Dann habe ich hier noch drin Augustinus Bader und zwar The Face Oil. 10 ml habe ich hier drin enthalten. Das lasse ich jetzt auch mal eingepackt. Also das ist auch ein Produkt, was ich jetzt nicht unbedingt im Frühling, Sommer sehen würde, weil Gesichtsöle finden bei mir vor allem so in der kalten Jahreszeit ihren Einsatz, wenn ich halt auch diese schwere Pflege brauche. Und da würde ich es auch einordnen. Würde ich euch auch empfehlen, ne? Weil das halt schon sehr reichhaltig ist. Ich meine, dass ich das sogar schon mal aufgebraucht habe. Habe auf jeden Fall einen positiven Vibe, wenn ich dieses Verpackungsgedingsen hier sehe. Das hat so einen Pipettenpumper nämlich oben dran. Kann ich euch gerne mal einblenden. Auch das eine sehr hochwertige Marke, sehr, sehr teuer. Und ja, genau, ist glaube ich im englischsprachigen oder amerikanischen Raum super krass beliebt. Und da kommt ja Lookfantastic The Box auch her. Also Lookfantastic selber sitzt ja in England. Ne? So, das letzte große Ding ist hier von Murat oder Murat Hydration AHA BHA Exfoliating Cleanser. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die jetzt alle haben mit ihrem AHA und BHA im Sommer. Da ist das nicht gut aufgehoben. Bei sensibler Haut auf jeden Fall nicht, weil das nicht, also das weiß ich ja selber, habe ich schon mal verwendet im Sommer, war keine gute Idee. Gut, 200 ml habe ich jetzt hier mit drin. Ich denke, das ist für den Körper. Bei 200 ml von AHA und BHA. AHA ist eigentlich eher so, ja, Slow Aging, ne? Also quasi
bearbeitet eure Falten und Linien. Und BHA ist ein sehr reinigendes Produkt. Das löst die Hornschicht auf euren Pickelchen und macht halt, dass das Ganze etwas besser gereinigt werden kann. Hier steht aber Cleanse drauf. Also ich denke, Peeling Reiniger. Mhm. Okay, dann ist es fürs Gesicht. Okay, und da man es abwäscht, kommt es dann vielleicht nicht so tief in die Haut, dass es in irgendeiner Art und Weise dann die Haut zu sehr sonnenempfindlich machen könnte. Muss ich noch ein bisschen mal gucken. Face and Neck, doch tatsächlich, Gesicht und Hals, ne? Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, auch hier wieder eine recht hochpreisige Marke. Und mit dieser Limited Edition können wir alle ein bisschen Luxushimmel schnuppern, was ich ganz gut finde. Wir haben ja auch echt teilweise sehr große Produkte drin, was den Preis auch gerechtfertigt und wo ich persönlich auch sage, ja, das kann man sich definitiv mal anschauen, wenn man sowieso mal Bock hatte, die Marken auszuprobieren. Ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu den jeweiligen Boxen in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.